Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Derzeit gibt es rund 1,8 Millionen selbstständige Mitangestellten und etwa 2,3 Millionen sogenannte Solo-Selbstständige. Die Zahl der mithelfenden Familienangehörigen liegt bei etwa 200.000. Hierbei handelt es sich überwiegend um Frauen, und die Anwartschaft auf Sozialversicherung ist hier eher fraglich. Die Gründung von Solo-Selbstständigkeit beruht auf zwei wesentlichen Gründen. Zum einen auf dem Grund des, aufgrund eines expliziten Wunsches, selbstständig zu sein, okay, oder aufgrund des Mangels an Beschäftigungsalternativen. Solo-Selbstständige verdienen durchschnittlich weniger als Angestellte. So lag das mittlere Einkommen im Jahr 2011 von Solo-Selbstständigen bei monatlich 2.500 Euro brutto, während das von Angestellten bei 2.700 brutto lag, jeweils für Vollzeit. Die oberen 10% kommen immerhin auf 5.000 Euro. Die unteren 10% der Solo-Selbstständigen kommen nicht einmal auf 800 Euro im Monat. Und wer wenig Einkommen hat, kann auch keine Rücklagen bilden. So geben 40% der Solo-Selbstständigen an, eben dies nicht zu können. Nach einigen eigenen Angaben sind 40% der Selbstständigen in den gesetzlichen Rentenversicherungen versichert. Allerdings liegen der deutschen Rentenversicherung deutlich weniger Zahlen vor. Das mag daran liegen, dass bestimmte Gruppen auch über andere Versicherungen, wie zum Beispiel die Künstlersozialversicherungskasse, rentenversichert sind. Warum ist es also nun nötig, eine Abgrenzung zwischen Selbstständigkeit und abhängiger Beschäftigung rechtssicher zu gestalten? Nun, es gibt immer wieder Auslagerungstendenzen, zum Beispiel für Hausmeistertätigkeiten oder im Bereich der Kreativwirtschaft. Das Flugpersonal, sprich Piloten, ist ja eben schon vom Kollegen Bischoff angesprochen worden. Damit soll im Allgemeinen der Mindestlohn umgangen werden und auch die Kosten für die Sozialversicherung. Solche Solo-Selbstständigkeiten werden selten freiwillig eingegangen, und wir stellen nicht die Solo-Selbstständigen unter irgendeinen Verdacht, sondern eher die Arbeitgeber oder Unternehmen, die nach dem Prinzip friss oder stirb Verträge abschließen. Die Abgrenzung ist also eine Schutzmaßnahme und nichts anderes. Und mit Ihrem Antrag, müssen wir konstatieren, lüftet die FDP einmal mehr, noch ein Stückchen mehr, ihr magentafarbenes Mäntelchen, mit dem sie ihre althergebrachte neoliberale Abzockerpolitik verdecken will. Gewinne den Unternehmen und die Risiken werden dann sozialisiert. Das kennen wir ja schon. Darüber werden wir sicherlich trefflich im Ausschuss diskutieren können. Der Überweisung stimmen wir zu. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin, für die Piraten.